Heute bei Wolfsrevier haben wir interessante Neuigkeiten. Markus Schatte wird neuer U23-Trainer beim BFC Dynamo und eine Mannschaft zieht sich aus der Oberliga zurück. Aber auch andere Entscheidungen Berliner Fußball werden hier heute thematisiert. Wenn man es nicht besser wissen würde, müsste man vermuten, dass ich irgendwann mal Fußballtrainer geworden bin, weil ich mir diese Daily Soaps jeden Tag nicht anschauen möchte und deshalb einfach eher auf dem Platz stehen möchte. Aber der Berliner Fußball gibt im Moment so viele Geschichten her, dass man daraus durchaus eine tagesaktuelle Serie drehen könnte. Ja, es gibt so viele Themen, die da immer wieder eine Rolle spielen. Enttäuschende Geschichten, amüsante Geschichten, überraschende Sachen, spannende Sachen. Facettenreich wie das Leben ist der Berliner Fußball im Moment und einige Geschichten werden wir heute versuchen mal aufzuklären. Am letzten Wochenende bei mir auf dem Platz beim Berliner SC habe ich Markus Schatte und Kevin Meinhardt gesehen und da konnte ich mir natürlich schon denken, was es vielleicht durchaus für eine überraschende Personalie geben könnte. Der BFC Dynamo macht weiter ernst. Der BFC Dynamo mit seinen super Möglichkeiten stellt sich auch in der U23 so auf, dass sie als guter Ausbildungsverein sich positionieren. Einer der besten Ausbilder Berlins, Markus Schatte, und ein Ausbildungsverein wie dann die U23 vom BFC Dynamo passen wunderbar zusammen. Ich hätte es allerdings nie für möglich gehalten. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es erstmal so, dass Markus Schatte mehr als 20 Jahre bei TB tätig war und er sicherlich ein sehr unrühmliches Ende erleiden musste bei Tennis Borussia, was allerdings aber auch anderen Vorgängern von ihm schon nicht anders gegangen ist. Und er natürlich auch Lehrer an einer Schule ist, einer sportbetonten Schule in Charlottenburg. Zumindest war das mein aktueller Stand. Dass er jetzt aus Wilmersdorf kommend jede Woche mindestens 5-mal nach Hohenschönhausen fährt, hätte ich für kaum möglich gehalten. Das ist, eine Flexibilität, die Markus Schatte bisher nicht so an den Tag gelegt hat. Was jetzt nicht heißen muss, dass das schlecht sein muss, aber zumindest überrascht mich das ganz besonders. Es kann aber auch Gründe haben, die im Ersten natürlich daran liegen, dass das ein sehr ambitioniertes Unternehmen ist, diese U23 von Dynamo. Und da wirklich sehr viel mehr hintersteckt. Vielleicht ähnlich mit den Zielen, wie es beim BFC Victoria 89 der Fall ist. Aber es ist auch so, dass die Geschichte bei Dynamo natürlich eine ganz runde Geschichte werden kann, weil dort wirklich alle super Möglichkeiten vorhanden sind. Der BFC Dynamo mit der U23 steht vor dem Aufstieg in die Berlin-Liga und sie haben sich mit Markus Schatte einen super Ausbilder geholt. Die ganze Geschichte wäre vor 4-6 Wochen noch völlig unmöglich gewesen, aber auch das schreibt der Berliner Fußball an Geschichten die kuriosesten. Eine andere Geschichte, die man kaum anders eigentlich erwartet hat. Alt-Glienicke zieht sich aus der Oberliga zurück. Alt-Glienicke hat eine sehr gute Mannschaft sich zusammengestellt. Sie hatten mit Lothar Hamann am Anfang auch einen Trainer, der dort sehr viel Wert gelegt hat, professionellere Bedingungen zu schaffen. Aber es war nun mal immer schon so in den letzten Jahren in Alt-Glienicke. Man musste dort nicht mehr trainieren als woanders, sondern hat sogar teilweise weniger trainiert als mancher Landesligaverein. Finanziell war immer alles top. Die Trainingsmöglichkeiten sind sicherlich nicht ideal anzusehen, aber die Mannschaft hat sich positioniert in der Oberliga. Und dass sie jetzt zurückziehen, ist für mich völlig logisch, weil für mich ist diese Oberliga eine tote Liga, die man abschaffen kann. Die alte Oberliga ist im Grunde die neue Regionalliga, deutlich noch verstärkt, aber die Oberliga kann man aus meiner Sicht völlig abschaffen. Sie ist von den Kosten, vom Aufwand und vom Nutzen her eine Liga, die keinem etwas bringt, außer man kann und hat die Möglichkeiten, durch diese Liga durchzumarschieren. Aber das haben eben die wenigsten und viele sind schon daran gescheitert und am Ende hat es dann der Verein ganz dicke abbekommen. Also von mir aus kann die Oberliga abgeschafft werden und ich begrüße und finde diesen konsequenten, ehrlichen Schritt von Alt-Glienicke hervorragend. Aber gehen wir weiter. Der Berliner Fußball findet natürlich nicht nur in der Berlin-Liga statt, sondern vor allen Dingen auch in allen anderen Klassen, aber auch im Jugendbereich. Da gab es zuletzt auch überraschende Entscheidungen. So hört der von mir sehr geschätzte Kollege Rudi Raab beim 1. FC Union bei der U17 auf zum Saisonende und wird dort seine Tätigkeit einstellen, was ich sehr bedauere. Dann wechselt Tim Jauer als Trainer von der U17 Tasmania
Regionalligamannschaft im Moment noch, zumindest im Abstiegskampf, aber ich drücke denen die Daumen, dass sie die Klasse halten, sage ich mal, in die U17 von Tennis Borussia, die vielleicht sogar nächstes Jahr eine Bundesligamannschaft ist. Das finde ich einen logischen Schritt, weil Tim Jauer sich sehr viele Jahre lang aufgerieben hat bei Tasmania, dort auch wirklich klasse Arbeit unter schwierigsten Bedingungen geleistet hat und jetzt bei TB ganz andere Möglichkeiten bekommt, auch mit der Kooperation mit dem VfL Wolfsburg. Ich drücke ihm die Daumen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das kein leichter Verein bisher war in der Jugendabteilung von Tennis Borussia. Ich wünsche mir, dass es dort natürlich anders läuft in Zukunft, weil man sich dann auch gut als Ausbildungsverein dort stellen kann. Und in der Bundesliga zu spielen, in der B-Jugend-Bundesliga, es gibt kaum etwas Schöneres im Jugendbereich, als das zu erreichen. Und dann wird man auch eine Klasse von und eine Qualität von Spielern haben, die es möglich macht, mehr draus zu machen. Ich wünsche Tim Jauer viel Glück und hoffe, dass er dort auch sehr schnell gut ankommt. Aber gehen wir ruhig noch weiter runter. Auch da gibt es Dinge, die man eigentlich manchmal gar nicht verstehen kann. Stefan Kling, lange Trainer bei den Rheinhildorfer Füchsen, hat eine Mannschaft zusammengestellt mit anderen Trainern natürlich über die Jahre, die hervorragenden Fußball gespielt hat. Er hatte jetzt seine Anfrage aus Wilmersdorf vorliegen, hat dies dem eigenen Verein mitgeteilt, was ich wirklich sag mal, klasse finde. Das macht auch nicht jeder, hat sich aber dann bereitschlagen lassen, dann die Mannschaft weiterzumachen mit 2-3 Verstärkungen, vielleicht noch die Mannschaft in die D1 Verbandsliga zu führen. Hat diese Verstärkung auch an Land gezogen und auf einmal ist ihm dann kurzfristig überraschend mitgeteilt worden, dass er im nächsten Jahr doch nicht mehr D1-Trainer sein soll. Das ist natürlich eine Geschichte, die ich unglücklich finde. Wir wollen alle eigentlich erreichen und das ist auch mal mein Ziel, dass wir versuchen wollen, nicht nur Spieler gut auszubilden, zu guten Sportlern und zu guten Menschen mit Werten, sondern auch Trainern. Und da sind wir als Verein immer wieder gefordert, das auch vorzuleben. Trainer, die lange in einem Verein bleiben und sind, identifizieren sich natürlich mit diesem Verein sehr viel mehr und wissen auch, welche Möglichkeiten und Bedingungen man hat in solch einem Club. Deswegen bin ich immer ein Befürworter davon, Trainer auch weiter auszubilden, Trainer auch weiter Möglichkeiten zu geben, sich auf einem höheren Level auszuprobieren. Aber man sollte, bevor man einen neuen Trainer holt, immer wirklich dreimal überlegen, ob das Sinn macht. Und dieser Wechsel bei den Rheindorfer Füchsen stößt für mich auf völliges Unverständnis und kann vielleicht nur von anderen verstanden werden. Ich verstehe es nicht. Wie ich schon am Anfang sagte, der Berliner Fußball ist einfach auch eine Geschichte, die wirklich sehr stark manchmal an eine Daily Soap erinnert, mit irren Wendungen und Entscheidungen und überraschenden Geschichten, die immer passieren. Ich bin kein Freund von vielen Dingen, die einfach überraschend passieren. Mir wären logische, konsequente Entscheidungen immer lieber. Aber wie gesagt, das macht den Berliner Fußball auch interessant auf allen Ebenen, in der Jugend, im Männer-, auch im Damenbereich. Und das wird immer so bleiben und vielleicht ist das auch der Reiz, den einige an dem Berliner Fußball dann auch immer ganz gut finden und sich deswegen dafür interessieren. Ich wünsche allen, ihren Werten treu zu bleiben, an diesem Wochenende, in der nächsten Woche und auf Dauer. Bis zum nächsten Mal bei Wolfsrevier.